Ja, also Hallöchen, ihr Lieben. Ich wollte heute einen Neuzugang eines besonders schönen Buches machen. Schön liegt im Auge des Betrachters. Aber ja, also wirklich, naja, eigentlich ist es ziemlich zerlesen, aber eben die Schönheit ist irgendwie darin, dass es halt schon ein altes Buch ist. Auch mit einer, okay, warte, 1, 2, 3, ah, nein, das ist von, das wurde wahrscheinlich irgendwann mal zu Weihnachten verschenkt oder so, an drei Kinder, nehme ich mal an, und das ist ziemlich lustig, da stehen gefühlt 10 Namen drauf und die Leute, die es verschenkt haben, sind auch wieder 1, 2, 3, 4. Und die haben sich alle zusammengetan für dieses Buch und auf der anderen Seite steht auch noch irgendwas Unleserliches gekritzelt. Mit schöner Tinte übrigens, das zeige ich gleich. Und dann sage ich jetzt mal, wie alt das Buch ist. Und falls ihr den Titel nicht gelesen habe, sage ich dann auch noch gleich. Also dieses Buch ist von 1980. Also hier sieht man die Widmungen. Ich weiß nicht, ob ich es umstellen soll. Beim 3 hatte ich es. So, da das Gekritzelte. So. Ja, also es handelt sich um ein Exemplar. Unsere kleine Farm, Laura im großen Wald. Ja, die Kurzbeschreibung, die hier steht, in einem Blockhaus tief in den dichten Wäldern von Wisconsin, wie auch immer, das spricht man ganz sicher ganz nicht anders aus, lebt das Mädchen Laura mit Pa und Ma, ihrer Schwester Mary und dem Baby Carrie. Pa geht auf die Jagd und bestellt die Felder. Ma kocht und bereitet goldgelbe Käseleibe und köstlichen Ahornsirup. Am Abend heult der Wind um das kleine Haus, aber im Kamin brennt ein gemütliches Feuer. Ma sitzt im Schaukelstuhl und strickt, Pa spielt auf der Fiedel und singt seine kleinen Mädchen in den Schlaf. Das ist irgendwie eher so eine, ja, schöne Darstellung, wie ihr Leben ist, und worum es dann explizit im Buch geht, lasse ich mich überraschen. Dazu noch ein, zwei Storys. Zuerst mal habe ich die erste Staffel nicht ganz der Serie geschaut und die haben wir auch zu Hause noch. Das Ding ist, wir haben die geschenkt bekommen von einer Bekannten im Dorf, mit der wir irgendwie gut befreundet sind, und diese Bekannte ist, glaube ich, die einzige, die so tickt, ist eben so eine, die so tickt, dass gewisse Szenen, und wir waren damals auch noch Kinder, irgendwie alt, ja, gewisse Szenen halt zensiert werden müssen, und sie hat da tatsächlich irgendwie eine CD oder zwei sogar dieser Episoden rausgenommen, weil es darum, glaube ich, ich weiß nicht, ob es da noch um Küssen ging oder sogar ein bisschen mehr. Irgendwas, sowas habe ich dann mal eruieren können, und das ist eben jammerschade, dass diese ein, zwei CDs eben fehlen. Und so wichtig, also das war wirklich, diese CDs sind nicht irgendwie für später aufgehoben, die sind wahrscheinlich direkt im Abfalleimer gelandet. Aber sonst ist sie ganz normal, diese Frau. Aber das war schon ein bisschen ein komisches Detail. Ja. Und es war, also ihr das kennt, das ist ja wirklich eine harmloseste Serie der Harmlosen. Also dass man da noch was zensieren kann, muss, ist schon ein bisschen seltsam.
Und dann dieses Buch gefunden habe ich nämlich, als ich beim Zahnarzt zurückkam. Da war ich ein paar Mal. Das sage ich jetzt ein bisschen auch alles im Video, auch wenn ich diese ganze Episoden meiner Zahnarztbesuche am liebsten nicht mehr hervorholen wollen würde. Ich war das erste Mal irgendwann letztes Jahr, glaube ich noch, einfach ein Röntgen gemacht wurde und so, um mal zu schauen, wie es mit Karies aussieht und so. Und da wurde ein Loch entdeckt und dann einen Termin ausgemacht, und das war ehrlich gesagt der blödeste Teil der Episode. Nachher wird es ein bisschen besser. Irgendwie, als ich dann an diesen Termin gehen wollte, gingen die einen Uhren falsch da am Bahnsteig, also an den nicht aktiven Haltestellen, aber die waren auch nicht zugedeckt oder so. Und ich habe dann auch später bemerkt, weiß nicht mehr genau, dass ich da einen kleinen Wirrwarr in der Agenda hatte und in, wie ich es mir im Kopf gemerkt hatte. Also ich glaube, in der Agenda war es richtig, aber im Kopf falsch. Aber ich wäre dann sowieso falsch gekommen und das war alles sehr peinlich, und ich ging dann eben deswegen nicht an diesen Termin. Kurze Pause. Und ich getraute mich dann auch nicht so wirklich, einen neuen Termin auszumachen und meinen ja schon hauptsächlich eigenen Fehler zu gestehen. Eben, ich habe mich dann lange darum gedrückt, einen neuen Termin zu machen, und habe ihn dann irgendwann doch gemacht. Ich glaube, ein oder zweimal habe ich auch versucht anzurufen, wo niemand abgenommen hat, also während den eigentlich offiziellen Zeiten. Man merkt schon, dass ich wieder an den Fingern rummache, wenn ich ein bisschen nervös werde oder was auch immer. Ja, und irgendwann hat es dann geklappt, und dann ging ich mal hin, um das erste bestätigte Loch zu flicken. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und ich habe da gleichzeitig auch schon einen Termin für die Zahnreinigung dann danach abgemacht. Das erste Loch war irgendwo auf der Kaufläche, und dann musste ich nochmal hin. Es wurde nicht die, also ich konnte da auswählen, aber ich wusste nicht, wie es mit der Kasse ist und so. Und dann habe ich halt noch die alte Füllung, also die schlechtere Füllung gewählt, die dann noch poliert werden musste. Und dann ging ich nachher nochmal zum Polieren hin. Und dann eben an die Zahnreinigung. Und bei der Zahnreinigung wurde dann halt nochmal ein Loch festgestellt, das man wirklich nicht gesehen hat. Das lag blöd hier vorne unten im Zwischenraum. Und dann musste ich also nochmal hin, um dieses zu flicken. Bei dem hatte ich dann keine Betäubung bekommen, also war nicht nötig wahrscheinlich, weil das keine Nerven berührt oder so. Und musste dann auch nicht nochmal hin, aber sonst war es ein bisschen komplizierter mit den Gerätschaften und so. Ja, und somit war dann meine Zahnarzt-Odyssee, glaube ich, wieder beendet. Und als ich eben von diesem letzten Termin zur Bahnstation zurücklief, ich hatte auch fast kein Geld für Tickets mehr da, ja, habe ich eben dieses Buch hier in einer Gratiskiste gesehen, wo zwar sonst nichts mehr drin, soweit ja. Zu der Geschichte, wo ich es gefunden habe. Und es ist ja jetzt ein bisschen länger her, dass ich wieder einen Neuzugang gedreht habe. Ich war mir gar nicht mehr sicher, ob ich jetzt das aufrechterhalten sollte oder nicht, aber ich habe mich dazu entschlossen, es zu machen. Und es ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn es nicht so viele Neuzugänge gibt. Aber ich habe noch ein paar Bücher in Anführungszeichen gewonnen, die demnächst hier ankommen werden,
Und wenn es soweit ist, werde ich die natürlich auch noch vorstellen. Was ich noch nicht erwähnt habe, in diesem Buch hat es auch niedliche Bleistiftzeichnungen. Ja, also innen drin sieht es übrigens noch ziemlich gut aus, so bis auf hier und da mal was. Hier vorne noch das zeige ich noch kurz. So, ich glaube, ich habe es so gestellt, genau. Und eben, wenn wir schon hier sind, da sind ein bisschen die Abwetzungen des Buches. Und ja, da sieht man mal gut, wo es überall nicht mehr ganz so schön ist. Ja. Damit verabschiede ich mich wieder mit diesem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag und tschüssi. Heute habe ich übrigens Internetprobleme und es geht manchmal noch nicht und deswegen versuche ich mal ein bisschen weniger im Internet zu sein, aber trotzdem ein bisschen was für meine Internetpräsenz zu arbeiten. Apropos, mache ich da auch gerade die Playlist nochmal neu durch, was noch ein bisschen länger gehen wird vermutlich, weil es schon eine ziemliche Arbeit ist. Genau, etwas wollte ich eigentlich in diesem oder einem anderen Video noch anfangen, aber dafür müsste ich mich noch ein bisschen besser informieren. Das sehen wir dann. Ja, Gedankenblitz. Und das war's jetzt wirklich. Tschüssi.